Also, herzlich willkommen auf dem How to Bodybuild Podcast, auf dem YouTube-Channel, in dem Podcast-Format von mir heute mit dem Ehren- und Stargast, wie immer, mittlerweile im fast Cruiserweight, Ehren- und Stargast. Mike das Leichtgewicht, Ziesler ist heute anwesend und meine Person, für mehr hat's heute nicht gereicht, Budget ist knapp. So, Einsparung bei Fibo ist HPF. teuer. Ja, Fibo ist teuer. Zimmer, das Airbnb ist teuer. Sami ist teuer. Chris ist teuer. Alles ist teuer. Wir haben keinen Stand, weil Alex gegeiert hat. Schlimm, jetzt müssen wir da Nee. rumlaufen wie die Nutten. Ey. Ja, aber ich So. werde mich nicht bücken wie eine Nutte. Sagst du jetzt? Warte ab, was kommt. Da ist doch bestimmt was, auf was du abzielst. Meinst du? Weiß nicht, hast du irgendwas Interessantes vor Fibo? Und Digga, ja, richtig viel sogar. Ich kann mal so ein bisschen Sneak peek geben. Chris hört den Podcast sowieso nicht, aber liebe Grüße an den Chris Kall für die Leute, die zuhören. Denn Chris hat, ich glaube, kennst du den Film Ohne Limit? Ja. Mit Der Bradley Cooper? Typ, ja, mit seinen Tabletten, wo er da immer den Ja, Tag umso besser und schneller durchlebt. ich glaube, Chris hat Limitless so überdosiert und ist jetzt der Typ. Also, was hat er vor? Oder du Der vielmehr? hat einen ganzen, der hat einen ganzen FIBO-Plan erstellt. Für alle. Was wir zu tun haben. Also total Okay. geisteskrank. Ja, gut, aber macht er auch dreimal am Tag Cardio oder zweimal am Tag, da hat er auch Zeit auf dem Laufband. Ja, richtig. Also ich glaube, der Podcast kommt wahrscheinlich vor der FIBO, richtig? Ja, morgen. Also Mittwoch. Ja, dann für die Leute, die zuhören und auf der FIBO sein werden, ich werde Donnerstag bei Gymleko sein, 2 bis 3 Stunden dort drehen, mit Sami zusammen. Und dann werden wir mit Tiffany, ich finde Tiffy auch immer so bescheuert, Alter, aber so ein kleines 6-jähriges Mädchen wäre, ne? Und dann kommt da so eine 90-Kilo-Brumme, Alter, um die Ecke. Richtig. Mit einem größeren Bizeps als ich, Alter. Was haben wir hier? Ein paar Sachen ausprobieren. Ein bisschen rumlatschen. Halle. Ach so, die Halle. Wellness und Spa und so ein Scheiß. Und Tiffany schminken lassen. Und einfach Blödsinn machen. Rumgehen irgendwie. Was anderes außer Bodybuilding. So. Also wir werden viel. Euch ist aber Ja. schon bewusst, dass ihr nicht so viel Freiheit auf der FIBO habt, wie ihr das vielleicht noch vor ein paar Jahren hattet, ne? Meinst du nicht am Donnerstag? Es wird voll sein. Allein Ja. schon, ja, also ihr seid mittlerweile, wenn man jetzt rein von dir und Chris ausgeht, seid ihr mit die Aktivsten und ich glaube auch mit, wenn ihr zusammen rumlauft, ein gutes Duo, um es anzuhalten auf der freien Fläche. Ne? Dadurch, dass ihr nicht am Stand gebunden seid, habt ihr einfach natürlich auch überall die, ich sag mal, Angriffsfläche, die ihr in jeder Halle habt, dass man euch erkennt oder einfach auch in anderen Hallen, die jetzt nicht Bodybuilding belastet sind, Leute auf euch zukommen, weil das nicht normal ist. Gut, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Demnach werdet ihr, auch wenn noch nicht der Status von den anderen ganz, ganz super großen erreicht ist, eine Fanbase natürlich mittlerweile aufgebaut haben. Dass natürlich viele Leute anhalten, mit euch quatschen wollen, Fotos machen wollen, was ja schön ist. Und dafür seid ihr ja auch in erster Linie eigentlich da, um Quatsch zu machen, aber halt auch Spaß zu haben mit den Fans, Followern, Community, wie man es jetzt schimpfen will. Am Ende des Tages ist es alles ein kleines, was man zurückgeben kann, wenn man aktuell mal bedenkt, was alle von euch, von den Großen, von den nicht so Großen bekommen, von den Zuschauern, Fans, Followern, Community, wie auch immer. Ist es ja das Mindeste, was man zurückgeben Ja. kann, dass man vielleicht ein paar Minuten Zeit nimmt für die Leute. Nach Möglichkeit Samstag und Sonntag sieht das ein bisschen knapper aus. Ja. Aber haltet an eurem Plan fest. Ich drücke euch die Daumen. Ja, mal schauen, ey. Mal schauen, wie es wird. Kann ich noch nicht konkret sagen. Aber auf jeden Fall da halt ein bisschen was machen. Chris ist noch nicht da. Also es wird so darauf hinaus, dass Tiffany und ich alleine rumlaufen am Donnerstag mit Sami. Ja, Freitag wird dann schon. Ab Freitag geht es dann schon richtig rund, Alter, weil
Also die will ich auch nicht viel verraten, so, aber Gerätetour, was filmen, Beinvergleich, hier und da. Also wir werden auf dem, also ich glaube, Teile von uns werden auf der Evo-Eröffnung sein am Freitag. Meine Wenigkeit nicht. Ich nehme mich da raus. Ich bin in der Prep. Ich habe gesagt, für mich ist Training wichtiger als irgendeine Evo-Eröffnung. Da man dort nicht trainieren kann oder darf, weil es irgendwie eine Feier ist, habe ich gesagt, komme ich auch nicht mit. Ich möchte dort dann ins Fitnessstudio, will mein Training machen. Und danach fahre ich zurück, dusche mich ab, ziehe mich um und fahre dann auf diese HPN-Veranstaltung, wo du auch bist, vermutlich, oder? Ja, ich bin ja am Hin und Her überlegen, ob und wie ich das machen soll mit den Warum? ganzen. Ich schicke dir ein Bild, pass auf. Also machen wir jetzt live mit Live-Reaktion. Aber du bist auch auf der FIBO, oder? Ich will, aber ich habe mega Gym-Probleme noch. So, pass auf, Welche guck dir Tage bist die. du denn auf der FIBO? Eigentlich nur Freitag und Samstag bis Mittag. Mehr Zeit kann ich. Ich habe so den Arsch voll zu tun. Ja, was ist das denn? Rat mal, welche Seite mich Geld kostet. Ja, die. Ich verstehe, du hast doch deinen Boden aufbereitet, oder nicht? Ja, einmal wurde von einer fachprofessionellen Firma mein Boden aufbereitet. Ich mache das mal hier. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das sehen können. Doch, da sieht man Nee, sieht man es. nicht. Ja, doch ein bisschen, ja. Der vordere Teil ist von einer Fachfirma gemacht worden und der hintere Teil, der obere, ist von mir und meinen Leuten gemacht worden. Ja, sieht man so ein Na, bisschen. warte, nochmal, also das Bild sieht man gerade nicht gut. Man sieht hier auf dem Bild, so, man sieht das da nicht gut. Sieht man, warte mal, ich kann, glaube ich, auf dein WhatsApp gehen. Wir haben nichts Schnuddeliges geschrieben. Und dann kann ich den Bildschirm teilen. Ich versuche das mal, Bildschirm freigeben. Du bist technisch nicht begabt, ne? Ich kann gar nichts. Ja, schade. Sonst würde ich, wenn du unten nämlich mit der Maus runtergehst und das dritte Symbol ist Bildschirm freigeben, siehst du das? Bei mir ist das dritte Symbol Sicherheit. Ah, da, Bildschirm freigeben. So, und wenn du mir das erlaubst, freizugeben, da auf dem Pfeil, dass ich das freigeben darf. Was muss ich drücken? Was Desktop passiert, wenn du 1. auf. iPad, Whiteboard. Ich weiß nicht, wo du draufgeklickt hast. Wo hast du denn draufgeklickt? Nee, nicht Whiteboard und Apps und sowas. Da ist. Egal, wir lassen es. Also für die Leute, die zuhören, Paddy ist technisch nicht begabt, ist aber auch nicht so wichtig. Man sieht auf dem Bild einen Boden und der obere Teil ist blitzeblank geputzt und der untere Teil sieht aus wie hingeschissen. Und jetzt sagt mir nicht, das Hingeschissene hat die professionelle Firma gemacht. Und dafür wollen sie jetzt natürlich Geld haben. Ich will natürlich eine Verbesserung haben, weil ein ganz, also der Boden sah vorher genauso aus auf beiden Seiten, weißt du? Dann habe ich die Firma kontaktiert über Bekanntschaft und ist ja eine professionelle Reinigungsfirma. Die waren da, haben sich das angeguckt und haben gesagt, pass auf, wir werden keinen neuen Boden zaubern können. Leuchtet mir auch ein, ne? Es geht ja lediglich darum, den Boden ordentlich zu säubern und zu reinigen für eine gleichheitliche Ja. Fläche. Ja. Dann war das das Ergebnis von denen. Da habe ich schon nach der Hälfte gesagt, pass auf, ihr braucht nicht wiederkommen, das läuft nicht, das Sieht funktioniert man nicht. das? Da sieht man leider Nee. nicht. Ich will das einfach nur mal zeigen, weil das ist wirklich asozial. Naja, sieht man nicht. Scheiße. So, Okay. und das, dann habe ich halt schon bei der Krank. Hälfte gesagt, pass auf, ihr braucht nicht wiederkommen. Einerseits habt ihr die Farbe an meinen Wänden beschädigt mit euren Reinigern. Der Boden klebt, als hättet ihr, keine Ahnung, 40 Liter Cola ausgekippt. So, man sieht es aber schon relativ gut. Ja. Jetzt sieht man das, ja. Also das oben hat Paddy selber gemacht und unten hat es die Firma gemacht, wo der schwarze Fleck ist und so. Genau. So, und dann hat er gesagt, warum? Ich sage, ja, weil ihr schlecht arbeitet. Also mein Boden ist weder sauber, der klebt wie Hulle. Also wirklich, als hätten die da 60 Liter Cola drüber gekippt. Komplett. Also die Schuhe haben geklebt wie sonst was. Du hast bei jedem Schritt geklebt. Also wie im Club, wenn nach einer 1-Euro-Party oder nach Freisaufen, wo du Ja, dann genau. eingetreten bist, hat alles geklebt. Ja. Genau, so wie wenn du um 6 Uhr morgens deine Jacke holen willst und jeder Schritt genauso hat es geklebt. Gutes Beispiel. Habe ich gesagt, pass auf, wir wollen nicht wiederkommen. So, ich sage, ne, ich zahle dann für das, was gemacht wurde. So, weil ich davon ausgegangen bin, es geht gar nicht besser, weil die kam ja als professionelle Reinigungsfirma. Ich hätte gar nichts bezahlt, Alter, wenn du keine Vorkasse machst. Ich hätte die sogar noch weggeprügelt, Mann. Ja, es ging auch schon heiß her und wir hatten ein paar Wortgefechte.
Allerdings auch, ne, pass auf, dann kam später, habe ich das dann mit meinen Jungs gemacht. Ein paar Tage später habe ich erstmal voll viel Zeit wieder verloren. Weil dann erstmal hin und her kontaktieren, ja, warum arbeitet ihr scheiße und warum willst du dafür Geld? Ich habe noch gar nichts bezahlt, so, ne? Also ich bezahle auch nichts. Also im Leben bezahle ich für diese Arbeit nicht. Wenn der Boden so aussieht wie Okay, den, gut. den ich gemacht habe, dann bezahle ich dafür. Aber es ist ja eine Firmensache auf Rechnung. Sprich, er hat auch natürlich die Möglichkeit, seine Arbeit jetzt zu verbessern. Ich habe ihn ja auch gebeten, den Chef, komm bitte persönlich vorbei und verschaff dir einen Überblick der Situation. Warum sieht der Boden von deiner Firma aus wie hingeschissen? Und warum sieht der Boden aus, die wir als Laie sauber gemacht haben, 10-mal besser aus? Ja. Weil wir haben uns vorher schlau gemacht, welchen Reiniger, welchen pH-Wert und, und. Ja. Kann auch nicht angehen, dass wir ein paar Dummdeppen Boden hingezaubert kriegen, als wäre das in Anführungszeichen ein neuer Boden. Und eine Fachfirma kommt da mit 4 Dullis, ja, und kriegen es nicht geschissen, als Objektleiter und Co. einen Boden hinzukriegen. Um mir dann zu erzählen, ne, dann habe ich halt die Bilder mit, also halt alles förmlich geschrieben. Ich sage, jo, ich will, dass der das Boden so aussieht wie der andere Boden. Ist es machbar? Und wenn ihr das nicht könnt, dann kommt ihre Arbeit auch nicht nach. Demnach müssen wir eine Regelung finden. Und dann hat sich das natürlich alles Ja. zugeschaut. Dann bin ich halt durchs Telefon, habe ich halt durchs Telefon gegriffen, weil ich richtig ausgerastet bin. Aber halt, weißt du, so wie es in den Wald reinschreit, so schreit es auch raus. Er wird lauter, ich werde lauter. Ist ja eine logische Konsequenz. Und dann ist halt am Ende der, der lauter ist, gewinnt. Also auch wenn gar keiner gewinnt. Aber für mich geht es einfach ums Prinzip jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. So, und gegebenenfalls haben seine Leute Schäden an meinen Wänden angerichtet. Wenn er auf sein Geld beharrt, dann zahlt er meine Malerkosten. Das wird teurer. Weil die Farbe da neu zu streichen plus die Malerstunden, kann man gerne drauf ankommen lassen. Fuckt mich aber mega ab, weil jetzt kann der andere Teil, ich musste alle Geräte, die da drüben waren, ne, musste ich wieder Rüberschieben, ne? rüberräumen. Dann musste ich nochmal alle Geräte rüberräumen. Jetzt musste ich wieder alle Geräte Ja. rüberräumen, weil heute war dann einer seiner Jungs da und wollte nacharbeiten. Dann wollte der lediglich darüber wischen, damit es aufhört zu kleben. Ich sage, Alter, das kann ich selber. Ich will nicht, dass es aufhört zu kleben. Ich will, dass der Boden sauber wird. Und ja, jetzt sind wir halt am Hin und Her diskutieren. Das Problem ist natürlich, meine Öffnung sitzt mir im Nacken. Also mein Soft-Opening mittlerweile schon. Weil ich hab eine Liste gemacht, ne, von all den Arschfistereien, die ich in den letzten Monaten gekriegt habe. Und das sind wirklich, also wirklich, als hätte ich 100 Dominas gebucht, die es richtig böse meinen mit mir. Also wirklich all-inclusive gebucht. Dann habe ich ja noch mit Magic Line die andere Problematik mit dieser Studio-Software. Übrigens hat mein Kumpel nicht, weil er eine Rabattierung hat von über Easy Fitness, habe ich schon nachgefragt. Ja, okay, dann läuft, aber sie haben sich auch nicht an die ganz Großen rangetraut, habe ich schon mittlerweile erfahren. Ja, also er bei ihm ist alles gleich. Ja, an FitX und so haben sie sich nicht rangetraut, an die anderen alle. So nach dem Motto, die sind klein, Ja. die trauen sich nicht, was zu machen. Aber ich traue mich, was zu machen, weil ich stehe für mein Recht ein, auch wenn ich nur ein kleiner Furz in dieser ganzen Industrie bin. Aber ich lasse mich nicht verarschen, weißt du? Und das ist ja auch eine Täuschung gewesen, habe ich ja auch Beweise für. Sprich, am Ende gewinne ich zwar gegen alle, aber es kostet so viel Kraft, Energie und Und Zeit und Zeit, Geld. ja. Ach. Um mal kurz von dieser Meckerungsscheiße wegzugehen, weil das die Leute wahrscheinlich auch zwar interessiert, aber auch dann irgendwo mecker, mecker, mecker. Bist du dann am Freitag auf der FIBO für die Leute oder nicht? Ich werde es machen. Also wirst du da sein? Ja, ich fahre Freitag früh um 5 los. Ich kann jetzt sowieso nichts machen, ne? Bis das mit dem Boden nicht geklärt ist, können meine Geräte nicht wieder rüber. Das ist ja das Ja, Problem. Und das wird nicht bis Freitag passieren. Du willst Freitag, Samstag da sein, richtig? Ja. Genau. Wo pennst du? Muss ich mal gucken. Also eventuell zecke ich mich bei dir ins Bett, ey. Bist du alleine oder bist du mit Frau? Ja, alleine. Ach so. Ja, dann kannst du jederzeit zu uns kommen. Bei uns ist ja noch sogar, ich glaube, ein ganzes Schlafzimmer ist frei. Also ich könnte auch zu den anderen Jungs, aber ich will eigentlich meine Ruhe haben und da sind auch so, ja, so brauche ich nicht. Ja, wer ist denn bei den anderen Jungs so im Zimmer? Bei Steve? Ist Steve eigentlich schon in Köln? Ja, ne? Habe ich gesehen, ne? Der ist schon seit heute da. Oder, doch, seit heute. Da hat aber Smallworks mal ein bisschen tief in die Tasche gegriffen, dass er 2 Tage vorher schon dann nächtigen durfte, doch. Nicht so wie letztes Jahr. Also diesmal ist auch eine gute Bude. Ich habe die Bude gesehen.
Ehrlich, ja. Ich hatte letzte Woche auch lange mit denen telefoniert, mit den Jungs. Aber es, na gut, das gehört ja nicht hin jetzt. Aber ich habe Ja, halt auch ja. gesagt, so, man kann sich mal unterhalten auf der FIBO, aber ich bin halt moralisch gesehen, vertrete ich nur das, was ich vertreten kann und mag und werde halt offen über alles reden, was mir nicht passt. So, und wenn man unter den Ja. Bedingungen mit mir arbeiten will, okay. Mit wem ist die Wohnung jetzt da gerade, aktuell? Darf man das öffentlich sagen oder nicht? Oder? Nur mit dem Kameramann. Mit Um halt wem? selber, nur mit dem Kameramann, um selber schon mal so ein bisschen im Vorfeld was zu drehen, wo man noch Ruhe hat. Okay. Und im Airbnb oder im Zimmer oder in diesem Ja. gebuchten? Mit wem ist er da? Mit Martin, dieser neuen Sarah, die mit den dicken Die mit Heiko trainiert hat. Dingern. Ja, genau die. Und den Kameramann, ich glaube noch irgendeinem Kerl, den ich nicht kenne. Und hier Tobi. Oder Tobi? Ach so, okay. Tobi oder Tobi? Ja, Ich weiß nicht, wie er genau Tobi, heißt. ja. Tobi, okay. Ja, verstehe. Also ich muss sagen, dann ist unser angenehmer, weil ich bin auf Prep, Chris ist auf Prep. Melissa ist, also die Frau von Chris, ist mega gechillt. Sami ist gut drauf. Tiffany, die bekommt einen Dämpfer von mir. Da sage ich, dass sie ein paar Mal die Klappe halten, dann hält sie auch die Klappe. Also lassen wir uns mehr Ruhe. Ja, bei mir ist auch nur eine Nacht so, aber für mich ist halt das geil, ich komme mal raus aus dieser ganzen Nummer. Das ist wirklich die letzten Monate echt hardcore gewesen. Ich hatte mir jetzt Ja, extra noch aber T-Shirts machen lassen. du sagst aber schon, dass wir freitags Papillen schmeißen und wie heißt das? Nicht Mashup. Ins Bootshaus. Moshpit reingehen. Nee, in dieses Was? Reindrängeln, wegkloppen und so. Hat Ach mir so. Alex gesagt. Das ist so, Heißt das ist das so? sowas wie, ich glaube ja, also ich glaube, Alex meint gemeint zu haben, das nennt sich Moshpit. Und da habe ich gefragt, was das ist, hat er mir erklärt, da ist Krieg, nur die anderen wissen nicht, dass Krieg ist. Und so hat er das beschrieben. Ich kenne das, ich war damals noch, ich bin irgendwann mal auf dem Kiez in so einem falschen Club abgebogen. Da waren nur so Hardcore Heavy Metal und Hardcore Punks und so drin. Und dann auf einmal gehen auch alle zur Seite. Das war keine Ahnung, vor 10 Jahren. Ja, kannte ich das gar nicht. Und auf einmal rennen die alle ineinander und schlagen sich. Und ich denke mir so, was ist das für ein Club? Und dann haben wir alle mitgemacht. Ne? War genauso mein Ding damals. Ne? Also, ich durfte Leute schlagen, ohne dass die was gesagt haben. Das war voll die lustige Nummer. Oder Anzeige. Es ist Ja, es auch war einfach so, so jeder geil. schlägt zu. So, auch Ja, die Frauen alle, bam. ich habe dazu kurz was Lustiges, das habe ich auch bis jetzt nur in Deutschland gesehen. So, ich war irgendwo auf einem Volksfest, habe einen Kumpel abgeholt und bin dann kurz ins Zelt rein und habe ihn gesucht. Und da lief dann so à la Wikinger-Musik irgendwie sowas. Und da haben sich auf einmal alle auf der Tanzfläche auf den Boden gesetzt und haben angefangen zu rudern. Also die saßen dann alle mit dem Po bei dem anderen im Gesäß, also so breitbeinig alle, ne? Ja, Und haben dann wie im gleichzeitig Ruderclub. angefangen zu rudern. Wie so ein Ruderclub. Und ich dachte mir so, Digga, was ist das denn jetzt hier? Warum rudern die jetzt alle? Ja, aber zur Melodie gerudert. Also ich saß auf diesem ekligen, dreckigen Holzboden, wo dann alle besoffen waren und gekleckert haben und haben da dann zusammen gerudert. Und das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das ist bestimmt so typisch deutsch. So, also weil also ich bin nicht jetzt nicht unterwegs in Clubs und so, aber das war für mich so, das würden die bestimmt bei uns im Ausland irgendwo nicht machen. Nee, aber ihr Polen feiert auch verrückt, also. Ja, aber anders verrückt. Ja, aber auch für jetzt Also, nicht normal verrückt, also. ja, schon, natürlich. Aber das fand ich halt so, also ich war ein bisschen geschockt, so, warum jetzt auf einmal Leute sich auf den Boden setzen und da rudern. Also ich glaube, so jede Nationalität hat irgendwie einen Feierstil, den man irgendwie als einzigartig bewerten würde. Bei den Ja. Deutschen zerteilt sich das nur sehr, weil wir einfach sehr weit gefächert sind und wir haben mit Bayern quasi nochmal innerhalb Deutschland ein zweites Land, was nochmal ganz anders gestrickt ist, was Feiern angeht. Und ich meine, wenn du jetzt in Sachsen oder so feiern gehst und da alle mit ihrem Akzent reden, das wäre jetzt für jemanden, der so da nicht herkommt, wäre das auch eine krasse Nummer, wenn da alle an der Bar so reden. Ja. Ich überlege gerade, du bist lattenstramm, Musik voll laut und wirst mit einem Ossi-Akzent vollgetextet, Alter. Ich würde gar nicht wissen, was abgeht. Ja, vor allem wüsste ich gar nicht, was die wollen, Alter. Ich verstehe das ja schon mal Ja. im nüchternen Traum. Wenn ich dann noch voll Ja. drauf bin, Alter, dann verstehe ich gar nichts mehr. Und mich versteht man, glaube ich, immer. Also Norddeutsch versteht ja eigentlich jeder, glaube ich.
Aber ist ja wie, glaube wenn ich ich mit auch, jemand ja. auf Platz auf sabbel. Ja, lustig auf jeden Aber Fall. nee, also Ja. Freitagabend lassen wir uns das gut gehen und ich denke, wird auch eine lustige Nummer da. Kann auch sein, dass ich dann einfach einpenne. So mitten auf der Du, Fläche irgendwo. ich glaube, so der zweite FIBO-Tag nach 8 Stunden, wobei eher doch 8 Stunden FIBO, dann Trainingfilm, also ich muss am Freitag noch einen Trainingfilm dann, also ich trainiere und filme gleichzeitig für die polnischen Kollegen. Wo trainiert Dann ihr? wieder eine halbe Stunde, bitte? Wo trainiert ihr? Hast du schon festgemacht? Nee, noch nicht. Vermutlich wird es aber die Kraftstation sein. Oder es gibt, habe ich noch kurz, das Trainingslager. Nimm das. Da wurde noch was gesagt. Ich bin aber nicht sicher, was jetzt was sein wird. Ja, dann, ach, ich freue mich, weißt du, ich freue mich eigentlich am meisten so auf die, auf so die Gesichter. So Nadine habe ich lange nicht gesehen, auf die freue ich mich. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen. Bitte? Ist Nadine auf Prep? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ja, richtig, genau. Nadine ist auf Prep auch, genau wie ich. Ja, weil ich war die letzten Tage wenig auf Social Media unterwegs und habe jetzt nur so meine engsten Leute Ja. verfolgt. Also tatsächlich den Dicken hier, Ja. den gucke ich tatsächlich immer. Aber ich habe vorhin eine Story von ihr gesehen, fand ihr Gesicht so komisch, also was ist komisch, aber Prep-mäßig schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie das Gesicht aussah, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie auch begonnen hat vor, ich glaube, so wie ich, zum 1.4. oder einen Ticken vorher vielleicht. Und die ist ja bei Stefan. Ja, ich habe auch zu ihr gesagt, vielleicht passt es ja von der Zeit her, dass wir uns dann treffen zum Training zusammen oder sowas. Weißt du, ich muss dann ja auch nicht, keine Ahnung, in die Kraftstation fahren und weil da dann Derek Lunsford trainiert, dem dort auf den Piss gehen. Weißt du, was ich meine? So. Okay. Dann geht ins Trainingslager. Die haben echt geile Geräte, sind so ein bisschen wie Stefan von den Geräten her. Auch so richtig. Ja, habe ich auch schon gehört. Hat mir eine Dame gesagt, die mir folgt. Die hat geschrieben: Hey Mike, wenn du ein gutes Gym suchst, dann geh dahin. Ja, liebe Grüße an Valeria. Hat sie jedem gesagt. Na, ist ja auch eine Freundin von mir. Deswegen schicke ich Ach so. meine Leute jetzt dahin. So. Ach so. Einfach um Und den die Laden auch kommt zu von da, oder? supporten. Die Sie arbeitet kommt da von dort, und oder? ja, sie arbeitet da. Ach so. Ja, aber bitte nicht hinkommen, damit es nicht zu voll wird, Alter. Ja. Krieg einen Schlaganfall, wenn ich da alle Leute am Iliac-Pulldown sehe, Digga. Und das Trainingslager hat mir auch bei Instagram geschrieben. Also mittlerweile schreiben ja so ein bisschen die Gyms untereinander so ein bisschen. Und fanden es cool, was ich mache in Hamburg und haben mir viel Glück gewünscht und so. Also so dieses Händereichen unter Kollegen, so nach dem Motto, ne? Ja, Da habe ich gesagt, das cool. unterstütze ich. Deswegen mache ich dann auch noch vor Ort eine Story. Also was ist vor Ort, aber so, dass die Leute, die von mir, ich sag mal, da rumlungern, dass die wissen, da kann man geil trainieren. Und das Steve wird unterstützt man sowieso dann ja zu gern. Mass. Ja, Ja, der geht Steve wird ins sowieso Muscle zu Gym. Muscle Gym. Ja, der war heute schon bei Genau. Jack. Ja, habe ich Auch ein gesehen. geiles Gym, aber ist halt natürlich, wenn es voll ist, hast du da natürlich auch echt Probleme. Ne? Weil der Laden ist ja nicht so groß, weißt du ja vom letzten Jahr. Und wenn da natürlich mehrere Superstars da auflaufen, samt immer fünf, sechs Leute drumherum, wird schon knapp. Ja, wobei wir hatten ja echt immer Glück, weil wir waren ja so faul, dass wir von der FIBO aus ins Airbnb gefahren sind. Dann haben wir uns hingelegt für ein, zwei Stündchen. Dann haben wir gegessen und dann waren wir irgendwann erst um 21, 22 Uhr im Gym. Ne? Also wir waren relativ spät dort immer. Ja, aber wir sind jetzt ja auch letztes Jahr nicht unbedingt elitärisch Bodybuilding behaucht gewesen. Stimmt, ja. Ja, nee, für mich ist das dieses Jahr wichtig. Ich will keinen Prep-Tag irgendwie vergeuden oder nicht machen, richtig, oder cheaten oder sonst irgendwas. Also für mich, ich muss das einfach alles genauso ernst nehmen, wie wenn ich hier wäre. Und Arbeit. deswegen, ja. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag für dich. Nur halt mit noch mehr Stress. Also es ist halt dasselbe Pensum wie sonst, nur deutlich stressiger. Deswegen sage Ja. ich schon, also bei all dem, was Chris plant, das könnt ihr spätestens Freitagnachmittag über Bord werfen, weil ab dann wird es voll auf den Messehallen und wenn man euch dann sieht, dann bist du froh, wenn du pinkeln kannst. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es nicht. Ich habe zu Chris gesagt, mache ich seinen Bodyguard und klopfe alle Leute weg.
Damit Cold Chris runtergehen. Also jeder, der von Mike eine gedrückt kriegt, jedes nächstes Mal Cold Mike. So als Geste Richtig. des guten Willens. Richtig. Dann seid ihr 2025 offiziell geschützt von mir. Ja, genau. Fürs nächste Jahr schon mal ein bisschen Support da lassen bei Mike, damit er dann 2025 mit guter Laune auf Afibo läuft. Ja. Und sonst geht es dir denn gut? Ich meine, du hast 10 Kilo schon liegen gelassen, aber hast du wahrscheinlich schon in meinem Podcast erzählt oder kamst du nicht zu Wort bei Ja, den anderen drei? doch schon, aber Dominik hat da viel Scheiße gelabert, wie immer. Dominik hat mich umgehauen, ne? Er hat gesagt, dass Ronnie Coleman schlechter ist als Derek Lunsford, Digga. Und da habe ich schon wieder zu viel gekriegt, so. Und da irgendwann fiel In mir dann auch welcher die Form? Energie immer auf der Bühne. Also er meinte, dass Prime Coleman, dass jetzt Prime Derek, Prime bla bla und so, besser sind als die Oldschool-Generation. Und das mag vielleicht bei den Deutschen so sein. Also ich hab auch die vage Theorie geäußert, dass keiner von uns aktuellen IFBB-Pros aus Deutschland Anfang der 2000er Profi geworden wäre und irgendwo mitgehalten hätte. Nö. Also, wenn überhaupt Roman habe ich überlegt Roman oder Tim noch, halt, wenn überhaupt. also Ja. ja, Tim mit jetziger Form, aber nicht als er Profi wurde. Und Ja. Roman vielleicht, weil die 2000er schon noch Ende von Ästhetik war, bevor dann die Schlachtschiffe Ja. losgingen. Ja, genau sowas. Und ich habe angefangen, meine Diät mit 153, 152,5 so. Mein Lowest war jetzt gestern bei 144. Aber ich habe die ganze Woche lang, ich habe eigentlich 2 High Days, habe ich am Rest Day wirklich 0 Carbs gegessen. Also zumindest nur morgens und abends die paar Carbs, die ich hatte. Cardio angezogen, alles hat natürlich das ganze Wasser, was erstmal rausgeht, ne? Und ich habe natürlich jetzt aber auch schon, also heute ist der High Day, heute geht es mir gut und alles super und ich bin auch gesättigt. Aber so die normalen Tage, wo ich dann so Proportion 80 Kohlenhydrate habe, das ist immer schon, das ist so die erste Woche und ich sage schon, das geht mir schon auf den Senkel, ne? Für die, die jetzt nicht sich ausreiben können, wie viel 80 Gramm Kohlenhydrate sind, wie viel Gramm Reis ist das, damit die Leute 100 das Gramm direkt. Reis. Okay. Genau, Ja. 100 Gramm Reis oder knapp 500 Gramm Kartoffeln. Also 500 Gramm Kartoffeln natürlich viel, aber jetzt 100 Gramm Reis ist jetzt nicht so viel, wenn du vorher fast 2 Beutel hattest und jetzt nur noch 1 Beutel essen darfst. Naja, also ne, für mich war das gerade schlüssig, aber ich weiß, dass andere wahrscheinlich jetzt sich gefragt hätten, wie viel sind. Ja. Andere verstehen halt auch immer nicht 80 Gramm Kohlenhydrate, die denken dann 80 Gramm Reis, weißt du? Oder denken Ja, dann 80, natürlich stimmt. 80 Gramm Nudeln. So, also ich meine, das Ja. ist in Relation nicht gleichzustellen, das muss man schon differenzieren. Aber da du immer so sprichst und die meisten sprechen immer mit Einheiten von Mengenangaben, im Sinne von ich esse Ja. 130 Gramm Reis pro Portion und du sagst dann halt immer, ich esse 80 Gramm Kohlenhydrate pro Portion. Und so denken manche manchmal vielleicht, wie wiegt einer 154 mit. Ja, mit manchmal Hast der schon recht, Angabe. ja. Da bist du Ja. auch der Einzige, der das Ja, so wobei macht. Ich ich kenne ja. keinen anderen. Mit den Kohlenhydraten, oder was? Ja, dass du halt so rum immer formulierst, weißt du? Die anderen sagen halt immer, ich esse Proportion 150 Gramm Reis. Ja, ich hab halt eine Makroverteilung. Ich darf essen, was ich will. Aber mein Coach Ja. weiß, dass ich jetzt nicht als letzte Mahlzeit, wo ich 100 Kohlenhydrate essen darf, 6 Schnitten Toast fressen werde. Weißt du? Der weiß schon, dass ich eher dann eher, weiß ich, 500 Gramm Süßkartoffeln nehme oder 125 Gramm Reis anstatt 6 Toastbrot. So. Die 6 Toastbrot werde ich nicht essen. Also ich muss auch immer sagen, wenn meine Diät anfängt, ich haue alles aus meinem Plan raus, was verarbeitet ist. Jetzt dieses Jahr. Nee, letztes Jahr auch schon, immer. Ich habe nicht einen Toast gegessen, Stimmt. 16 Wochen lang. Nee, aber ich meine, So. das Jahr zuvor hast du noch deutlich mehr Süßstoffe und so drin gehabt. Aber da hast du ja auch schon deutlich Ja, weniger. leider, ja. Ja, leider. Aber ich lasse es auch weg. Also ich lasse die Süßstoffe auch weg. Ich benutze meinen Zero Ketchup weiterhin. Ich habe so coole Gewürze gefunden, die sind sehr natriumarm oder haben kaum oder gar kein Salz drin. Und auf Amazon gibt es die, habe ich gefunden. Und ich will das auch so beibelassen. Meine Zero-Getränke hier, so Cola Zero und sowas, die werde ich weiterhin trinken, weil die brauche ich schon.
Aber ich werde jetzt nicht so übertreiben wie letztes Jahr mit Sirups und Schokoladen-Zero drüber und bla, das will ich nicht. Nee, das lasse ich. Das ist, ich bin der Meinung auch, dass ich deswegen dann Probleme in der Pikwik hatte mit dem Magen und sowas. Ne? Ich lasse auch Haferflocken komplett raus diesmal. Wie Ich machst du hatte immer dann das Gefühl, dein dass Frühstück immer? Eiklar, ich mache das so richtig, so wie Ronny früher. Ich nehme Oldschool. eine Portion Eiklar, das sind also einzeln gegessen, und das andere ist dann Maismehl oder Maisgrieß oder sowas oder Reisgrieß, sowas halt. Nee. Ich werde auch meine Portion jetzt kleiner gestalten. Ich habe sonst immer so viel Gemüse gefressen und ich werde jetzt einfach 16 Wochen lang so wenig Volumen wie möglich essen, damit ich auch mal gucke, ob es das eventuell war, was mir dann so ein bisschen die Bauch, also ich wurde deswegen nicht angemeckert, aber ich wollte halt unbedingt noch einen schmaleren, bessere Bauchkontrolle haben mit Vakuum und bla und sowas. Und ich werde jetzt also auf diese Karte setzen, Mann, diese 4 Monate kriege ich hin, das ist scheißegal. Bringt dich auch nicht um. Und im Endeffekt lernst du da für die Zukunft deutlich mehr bei. Also, Genau. wenn man weiß, dass das eventuell der heilige Gral war, um die Bauchkontrolle besser über die gesamte Saison zu halten oder für den gesamten Wettkampf, dann ist das ja schon einiges wert, was man fürs nächste wichtigere Jahr dann schon gelernt hat. Und dafür geht dieses Jahr Genau. jetzt ja auch bei dir zum Lernen und zum Anpassen von Feinheiten. Ist Genau. ja halt so dieses Feintuning, was du jetzt da betreibst auf dem Niveau, auf dem du dich nun mal befindest. Geht es Genau. halt darum, ungeachtet dessen, wie toll Roman dich findet, dass man ja trotzdem noch mehr rausholt, damit noch mehr Leute dieser Meinung sich anschließen. Richtig. Na, ich muss auch dazu sagen, ich habe heute, ich trainiere hier mit Dennis, der das Easy Fitness hat, öfter mal zusammen. Und der macht meine Videos an, mal auf dem Fernseher dann. Und da laufen dann so die Videos von mir. Und da war ein Video, wie ich mit Torben trainiert habe im Holmes Place, bei euch in Hamburg. Und ein Video, wie ich da mit Fabio Arme trainiert habe, das so eine Zufallswiedergabe war. Und er hat auch zu mir gesagt: Mike, Alter, die Videos sind 3 Monate her. Und wenn ich dich da auf dem Video jetzt sehe und wie ich dich jetzt schon wieder sehe, ist das schon geisteskrank, wie du dich verändert hast. Also von der Muskelreife, von der Muskelstruktur her. Und dann habe ich so weitergesponnen, habe so weitergeredet. Und heute hat mich Dominik auch noch zufällig angeschrieben. Der möchte mich in seinem Podcast dabei haben. Und die wollen ein. Ich erzähle es einfach mal ein bisschen, damit du zuhörst und nicht zu viel quatschen musst, ne? So, Ja, quatsch ruhig. okay. Damit ich in seinen Podcast reinkomme. Und dann machen die so eine Art Idealerstellung eines optimalen Trainingsplans für mich. Also mit Schwächen und Rest Day und bla und sowas. Und einfach so nach deren Prinzip, was Fabi und Dominik machen. Und ich habe gesagt, du, die Leute, die mich mögen, die mögen meine Art, die Leute, die euch mögen, mögen eure Art. Mir kann das nicht schaden, euch kann das nicht schaden. So, wenn ihr bist, Dom ist auch bei hier immer zu Gast bei mir und gerne gesehen, auch in meinen Videos, andersrum genauso, habe ich gesagt, du, warum nicht? Klar, können wir gerne machen, wenn das euch was bringt, wenn ihr für mich sowas erstellt und ich höre da einmal zu, dann gerne. Und dann habe ich heute so weiter überlegt und dann hat der Dome jetzt gesagt, der hatte beim letzten Wettkampf 102 Kilo gehabt und jetzt hatte der schon 106, 108 nach seiner Krankheit und wiegt jetzt 110. Und dann haben wir gestern darüber geredet, ja, es wird er so auf der Bühne haben, vollgeladen bei 106 oder so. Das heißt, er hat dann 4 Kilo Unterschied zu letztem Jahr mit seiner perfekten Trainingsart, mit seinem perfekten Essen und allem. Und dann überlege ich so, da habe ich mir so diesen Phil Heath-Spruch im Kopf behalten, warum muss ich denn eigentlich was von dem anders nachmachen, wenn ich viel mehr aufgebaut habe bei einem Jahr als alle anderen? Ja. Weil keiner, den ich kenne, trainiert nach meiner Art. Keiner, den ich kenne, isst so wie ich, außer die Leute, die ich coache. Und keiner von den Leuten supplementieren, so wie ich es supplementiere. Und jeder will mir immer erzählen, was optimaler ist, was besser ist. Aber das soll null arrogant sein. Aber und Körpergewicht ist auch nicht alles, ich weiß. Aber jetzt in so einer kurzen Zeit habe ich halt schon ganz viele Leute, also nach so 3 Offseasons waren das jetzt, ganz viele Leute hinter mir gelassen, die eigentlich schon vor mir waren längst. Ja, klar. Und da habe ich mir überlegt, Digga, eigentlich kann ich doch denen mal was erstellen. So, weißt du, was ich meine? Warum soll ich denn immer auf andere hören? Und kam mal so durch den Kopf und das fand ich ganz lustig. Also aber kein Angriff oder sowas. Aber ich habe gesagt, Doch, machen wir ich voll sage einfach Angriff. ja. Voll auf die Fresse. Und das ist kein Shit-Talk, Digga. Weil wenn das jetzt Shit-Talk wäre, hätte ich jetzt Dominik beleidigt, weißt du?
Ja, kannst auch hier sagen, was du willst. Außerdem mit dem Video noch ist es grün, Alex. Ne? Also ich gebe Mike jetzt noch mindestens, also Mike ist schon viel zu lange drüber, über, er lässt das Video erstmal tot machen. Also passend dazu, Mike, wie viele Kleinwüchsige packst du alleine in der Schlägerei? Boah, das ist aber das ist schon wieder so richtig rassistisch, ne? Beziehungsweise so richtig nicht rassistisch, sondern wie nennt man das? So gegen Minderheiten Diskriminierend? diskriminierend, genau, das Wort habe ich gesucht. Es war ganz ehrlich, Digga, wenn 10 Kleinwüchsige da sind, die kloppe ich doch easy weg. Du brauchst auch die Ausdauer, denk dran, ne? Die kriegen einmal den Bigfoot ins Gesicht, Alter, dann war's das mit denen. Ich muss das Bein nicht mal weit anheben. Also du sagst 10 Stück, was glaubst du, wie viele schafft Domme? Nee, ich schaff mehr. Und mehr, okay. Wir Also, brauchen. ich würde. Wir fahren mal Oh. Zirkus. In Sami, pack die eine Kamera Freak. ein. In eine Freakshow so von 1800 irgendwas, Alter, oder Anfang der. Jetzt, bis 20. Jahrhunderts. Oh, wenn hier so viele Kleinwüchsige wären. Guck mal Boah, so neben dich Digga. in den Raum und stell die mal hin. Und dann, weißt du, Ja, ich habe das. hab ich gerade. Ich habe nämlich letztens, also ich höre häufiger bei so einem anderen YouTuber oder Streamer oder so, der kriegt immer so dumme Fragen gestellt. Und das sind immer so Fragen, die ich mir dann auch durch den Kopf gehen lasse, weißt du? Dann war die Frage, wie viele Kleinwüchsige würde er schaffen? Da dachte ich mir so, Was hat er passt natürlich gesagt? gerade super. Ja, er sagt Was ja, hat er ne, gesagt? er ist ein bisschen kompulenter und nicht so Sport, also null Sport. Aber er sagt auch, Ah. also ich packe so locker 7, 8 würde er schon locker packen, weißt du? Wenn er den richtig Faust gibt und richtig umniedelt, so dann 7, 8 Stück. Weißt du, aber er redet so richtig dreckig. Er ist so ein richtiger Dreckiger. Aber es ist witzig. Also ist mein Okay. Humor. Und dann habe ich ihm die Okay. Frage gestellt, so weißt du, ich lag im Bett und denke dann so, ja, habe ich die alle neben das Bett positioniert in meinem Kopf? Da habe ich halt überlegt, so, Nee. ne? Wie viele schafft man, bis man selber keine Kraft mehr hat oder sie einen kriegen, weißt du? Wenn dann zu viele dir im Nacken sitzen und dich runterziehen Ja, und das ja, dann quasi ja. so. Also Also ich ich sag mal reiß so so. mit Eierschutz 10 bis 12, glaube ich. Und Na, Dome, ich habe auch so überlegt, so dass ich 10 würde ich, glaube ich, machen. Wir sind ja, gleich groß, ich bin Dome, ein bisschen leichter, aber. ja, gut, Körpergewicht ist das scheiße, ja, doch, ist eigentlich schon alles über 100 Kilos für einen Zwerge, halt scheißegal. Ich glaube, Dome ist ein bisschen schwieriger, der ist kleiner. Aber der hat einen richtigen Rage auf die Kleinen. Also der wäre vielleicht sofort auf 100%, weißt du? Meinst du? Ich weiß nicht, oder der hat vielleicht auch so eine Art, so diese Geilheit darauf, weißt du? So, wir würden nur, ich Ich sag mal, verstehe. unsere Gesundheit schützen wollen, ne? Im Kampf gegen die, in diesen ernstvollen, rein Ja. hypothetisch natürlich. Und er wäre so God of Ja, War und red hat ihn los. Sparta Rage. Sparta Rage. So, wieder alle weg. Ja gut, Digga, dann würde Dominik vielleicht sogar noch mehr schaffen. Also mit seiner Sparta Rage wäre er irgendwo bei 15 bis 20, glaube ich. Ja, so, und das war halt so, wo ich mir denke, das sind immer so dumme Fragen, die mir abends durch den Kopf gehen. Weißt du, wenn man den ganzen Tag so viel zu tun hat und so viel den Kopf benutzt, also mittlerweile benutze ich sogar tatsächlich mein Hauptprodukt im Moment ist Stress auf, REM und Limitless. Also Produkte, die ich zuvor nie benutzen musste, die letzten 1,5 Jahre. Also Stress auf haben wir ja noch gar nicht so lange. Ja. Aber es sind meine, nehme ich mehr als GDA und Co. gerade. Ich meine, gut, GDA Okay. brauche ich gerade auch gar nicht. Ja, also bei mir ist es tatsächlich in der Prep und in der Offseason alles gleich. Ich freue mich aber nicht in der Prep auf diese schlaflose Phase. Da bin ich halt gespannt, ob mir dann das neue Produkt, was von HPN rauskommt, dieses Eat Less, hat ja alle schon mal angekündigt, mit dem REM oder Stress auch richtig helfen werden. Weil wenn nicht, werde ich dieses Jahr definitiv andere Geschütze auffahren, was meinen Schlaf angeht. Weil die letzten Wochen vor der Bühne habe ich wirklich schlecht geschlafen oder gar nicht geschlafen. Und ich glaube, das hat mich nochmal richtig, also mir kann mit jeder erzählen, was er möchte. Ich habe heute mit einem Kumpel geschrieben, ich kann jetzt nicht sagen, wer, mit einem IVB Pro geschrieben, der jetzt auch in der Vorbereitung ist. Und der hat zu mir gesagt, Digga, ich habe 3 Stunden gepennt. Und da dachte ich mir so, du kannst so viel, also du kannst Cardio machen und alles und bla, wenn du nicht regenerierst mit dem Schlaf und die Fettverbrennung, das wird alles gedrosselt.
egal ob du Clan drin hast und so weiter, das wird alles schlechter laufen, du fühlst dich schlechter, du regenerierst schlechter und du verbrennst auch schlechter Fett. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das Natürlich, wenn wird du also allein schon für die einen Pens, Besch allein schon wenn du ja. die Pens verbrennst, du schon gar kein Fett mehr, also wirklich außer aktiv am Tag, aber nicht mehr nachts. Ja, und das ist halt so das Ding. Und dachte ich mir, boah, so Schlaf muss ich dieses Jahr echt, keine Ahnung, ich kiff nicht und so ein Scheiß. Also das ist keine Option für mich. Aber irgendwas muss ich finden, was mich dann richtig runterbringt, wo ich gut tief und fest schlafe. Und ich weiß auch noch nicht was. Würde ich mal auf den amerikanischen Markt sonst gucken, ne, was du dir einfliegen lässt. Aber ich will jetzt auch nicht so medikamentmäßig, so Suppiklon ballern oder Diazepam oder so ein Nein. Scheiß. Ja, das Nee, weißt kannst du du, auch nicht sowas täglich möchte ich halt machen. nicht. Ja, ja, auch das. Suppiklon würde schon gehen, aber dann Ja, aber würdest du halt auch immer Diazepam nicht. Matsche sein und abhängig. Ja, das nicht, nee. Und Oder das kann man, Oxazepam, wenn, mal so ein Kack. das kannst du, wenn mal machen, so wenn du sagst, okay, ich habe morgen Restday. Ich habe sowieso wenig zu essen. Ich packe ein bisschen Essen zusammen, dass du dir so eine Tablette knallst, um mal wirklich vorzuschlafen oder auch so doof es klingt, aber irgendwie Schlaf aufzuholen, vorzuholen oder vorzulegen. Ja. Das kann man immer mal in den Rest-Days vielleicht machen. Wo man dann sagt, okay, da muss, kann ich Essen ein bisschen zusammensträuben, weil du hast sowieso nur Ja. morgens einmal Carbs, abends Carbs und den Richtig, ja. restlichen Tag. Boah, die Tage sind die hässlichsten, Alter. Mir wird das jetzt, also das sind die besten Tage in der Off-Season, aber es ist die Hölle in der Prep. Season gut, aber da hast du natürlich auch meiner. Nein, du nicht. Ich muss fairerweise sagen, du bist einer der ganz, ganz wenigen mit dieser Art Fokus. So, man kennt, die meisten Zuschauer kennen ja eigentlich gar nichts aus der Szene, nur das, was man nach außen hin teilt. Ja. Und wenn man so ein bisschen tiefer in dieser ganzen Bubble drin ist, kennt man eigentlich von jedem so ein bisschen dieses Kryptonit. Also man könnte Ja. jetzt jeden Profi fast aufzählen und man hätte Sachen, wo die Öffentlichkeit sagen würde, oh mein Gott, hätte ich nie erwartet. Eigentlich wirklich bei Ja. jedem, Digga. Also ganz Oh ehrlich, man muss ja. fast, man muss echt sagen, die ganze Szene ist so ein räudiger, aufstrebender Lügner. Ja. So, Ganz also viele, ja. von dem, was man weiß, ne? Und manche können auch echt froh sein, dass andere immer die Klappe halten, obwohl sie genug dafür tun, dass man eigentlich mal sie auflaufen lassen müsste. Ja. Aber es ist ja Würde ich immer aber auch nicht so. machen. Würde ich auch nicht Nein. machen. Also. Also bei manchen juckt es mir echt in den Fingern. Ja. Aber es ist so, ne, das ist halt, das gehört zum Spiel dazu irgendwo. Aber ich würde mir echt wünschen, dass manche nicht mehr so eine echt, ihr habt es ganz gut beschrieben, Ratten sind. Also, ne, es sind echt schon richtige Ratten dabei. Und da denke ich mir Ja, so, das stimmt. warum lasse ich sie nicht auflaufen? Weißt du, ich könnte einfach jetzt hier was droppen über den einen oder anderen. Weil ich mich sowieso nicht mit dem befreundet bin, wo ich mir so denke, so, eigentlich hättest du es verdient, dass deine Zuschauer irgendwie es erreicht, was du für ein Penner bist, weißt du? Ja, ich bin aber immer der Meinung, dass sich irgendwann jede Person davon selbst überzeugt, wen die unterstützen, wen die cool finden oder auch nicht cool finden. Das ist halt so, ich glaube fest daran, dass irgendwann dann so die, nicht vielleicht nicht die Quittung, aber irgendwann so das dritte Auge so ein bisschen leuchtet und die dann erkennen, was das eigentlich für ein Spaß ist, die Person gegenüber. Ich hoffe es auch. Aber bei vielen muss man sagen, in der Szene, sie sind zu jung, um zu reflektieren, was langfristig die bessere Entscheidung ist. Eigentlich bräuchte jeder, Das so ist wie so. bei Star Wars, so ein Padawan, also so ein Jedi, der den Padawan ausbildet, weißt du? So einen, der ihn zur Hand nimmt und sagt, pass auf. Und viele glauben, so solche einen ja immer gefunden zu haben. Und das sind immer die Sith Lords, die so richtig, die Abgefuckten sind. Die sie dann richtig ausnehmen und dann immer am Ende stehen sie da auf der Buhmann-Seite. Ja, ich Da. wünschte, das hätte ich auch gehabt. Also 2016 zum Beispiel, wo ich deutscher Juniorenmeister geworden bin, hätte ich mir wirklich gewünscht, dass Matze, also Botthoff, mich da mehr unter seine Flügel nimmt und mir mehr, also mehr als nur ein Coach wäre. Oder dass ich irgendjemanden habe in meinem Freundeskreis, der mir die richtigen Tools zur Seite gibt. Weißt du, was ich meine? Weil Ja. da, Digga, damals so, dann, wenn du so zurück überlegst, 2016, also vor 8 Jahren, schon so lange her, da hast du diese Szene noch gar nicht gehabt wie jetzt. Da gab es keine Szene in Ne? Deutschland. Da gab es hier die Gym Aesthetic-Szene und mehr nicht zu dem Zeitpunkt. Und auch die Genau sowas. alteingesessenen. Ja, genau sowas. Also hätte ich mir auch sowas gewünscht, dass ich da jemanden habe, der mich so ein bisschen nach vorn bringt.
Das wäre cool gewesen. Es ist eigentlich auch nur was Sinnvolles. Also wenn du mal rein rüber nach Amerika denkst, wie viele Leute werden da schon aus der Highschool quasi von ihren ersten Betreuern betreut, marketingtechnisch, sowie Scouts, und hast du nicht gesehen, es ist sofort Zugriff auf einen Sportler. Sobald der in Ohio State, keine Ahnung, ob das jetzt ein Highschool oder College ist, weiß ich nicht, oder beides, kenne ich mich nicht aus, aber das höre ich immer. Weißt du, die werden sofort in eine Richtung gedrillt, dass sie am Ende wirklich so viel Geld wie möglich verdienen, natürlich auch den anderen bringen, aber es wird in sie investiert, es wird in sie gearbeitet, und da ist scheißegal, ob der Junge gerade 15, 16 und noch Jungfrau ist, aber der Typ bringt Leistung und er wird unterstützt, wo es nur geht, weil man die Kuh früh Cool, melkt und ja. in die richtige Richtung drängt. Und bei uns, das erste Mal, wo ich im Gym war und gesagt habe, ich überlege, auf die Bühne zu gehen, wurde mir gesagt, das wird nie was. Da dachte Ja. ich mir, ja, Das ist geil, so, das hat mich richtig motiviert. ja. Also. Und weißt du, und jetzt das Witzige, ich bin sogar tatsächlich erfolgreicher, als der es mir gesagt hat. Auch Also cool. Ja, ich erfolgreicher habe. in Anführungszeichen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, sowas gab es auch, sowas, wo ich dann gesagt habe, boah, ich will gerne Profi werden und noch besser und hier und da. Und dann gab es Leute, die Augen verdreht haben. Ich sage immer noch nicht, ich finde es immer komisch, jemandem zu sagen, ich bin Profi-Bodybuilder oder sowas, weil, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, am Anfang des Podcasts, ich jetzt immer noch nicht denke, dass ich damals Profi geworden wäre oder es verdient hätte, Profi zu werden. Und ich werde mich erst in meinen Augen als Profi-Bodybuilder betiteln, zumindest von mir selber aus, ohne dass mich andere so betiteln, wenn ich zum ersten Mal eine Olympia-Quali holen sollte. Davor nicht. Das ist, Oh. weil das ist, wie ich schon immer sage, weil das trennt die Spreu vom Weizen. Vom Weizen, ja, vom Weizen. Und wenn du einen Profisieg einfährst, ich meine, gut, dann hast du auch automatisch die Quali, aber vor ein paar Jahren war es ja noch nicht unbedingt auf jeden Wettkampf so. Ja, sage ich ja, also Profisieg oder Quali halt, aber es ist ja jetzt aktuell dasselbe, Jetzt ne? ist es gleichgestellt, klar. Ja. Ja, ich verstehe es natürlich aus meiner Wahrnehmung, und ich glaube aus jeder Wahrnehmung der Zuschauer, bis auf drei, vier, die ich nicht mögen. Hast du das Anrecht, dich Profi zu nennen? Du hast neben Top 10 Mr. Olympias gestanden und hast dich behauptet und bist nicht untergegangen wie so ein Meme, was auf einmal auf der falschen Bühne stand. Ne? Du standst neben Kritzo und hast ihm Parole geboten. Du standst neben Nathan D'Asher, du standst neben Rhyn Grimes. Also du standst jetzt ja nicht gegen unnamhafte Leute auf der Bühne, Ja, sondern. aber auch nicht im ersten Vergleich mit denen. Naja, doch, gegen Kritzo warst du. Im First Callout. Na, ja, gut, ja, stimmt. Ja, okay. Das war das allererste, wirklich, das war das First Call-Out, wo die die Top 6 gesucht haben, ja. Ja, und da warst du im First Callout, und am Ende bist du fünfter hinter, also vier hinter Kirso gelandet. Also, ne, das darf man natürlich, ich verstehe, dass du natürlich da diesbezüglich zurückhaltender bist und ich sag mal schon in Anführungszeichen die Spreu vom Weizen noch trennen willst, und dass du noch zu der. Was ist denn jetzt was? Was ist das Gute, was ist das Schlechte von Spreu und Weizen? Weizen ist bestimmt das Gute, ne? Spreu ist bestimmt der Müll. Ist das Ich so? glaube schon, ja. Ich bin Ja, kein ich glaube Bauer, Alter. schon. Ich weiß auch nicht, was man da Ich. erntet, ey. Ja, Ja, okay, es also ist das noch bist du Weizen. Spreu und du willst zu Weizen Richtig. werden. Genau. Aber ein dicker Dickes, Weizenkorn, fettes Weizenkorn, wo du aus einem Korn ein Kilo Mehl gleich rauskriegst. aber das ist ja auch eine gesunde Einstellung, und so habe ich dich ja auch damals kennengelernt. So. Also, ne, auch wenn natürlich Mike der böse Große in der Szene ist, was mir aber auch irgendwie genau das ist, wo du reinpasst. Aber nur, dich kennt ja auch nicht viele so, wie man dich privat kennt, weißt du? Das würden manche Ja, gar nicht erwarten. ganz viele Leute hier gar nicht. Auch gerade so, wenn wir den Stock-Podcast aufnehmen und dann oh, alles luschen, alles lappen oder bla und so. Und ich denke mir so, Digga, halt's Maul, Alter. Wenn du ein Problem hast, dann guck dir die Scheiße nicht an. Oder wenn du eins hast, dann ruf mich an. Ach, wenn du meine Nummer hast, dann kennst du mich halt auch gar nicht. Also da kennst du nur die Facette, die hier über Social Media ist oder auf YouTube ist. Zumindest die Person. Aber du weißt nicht, wie ich morgens aufstehe, wie ich einschlafe, was für Gedanken ich im Kopf habe, was für eine Moral ich habe, was für eine Ehre ich im Kopf habe oder was für mich Ehre bedeutet. Und Leute wissen sowas ja alles gar nicht.
Also das ist ja meistens so. Das ist gleich wie bei Steve. Für mich ist immer Steve ist so ein Paradebeispiel für mich, auch wenn es zufällig dein bester Kumpel oder einer deiner besten Freunde ist. Nach außen hin nehmen die Leute einfach so falsch wahr, wie der eigentlich wirklich ist. Nach Das außen ist, hin sagen also, alle, er ist ein Idiot, so nach dem Motto, er ist ein Dummbatz, ein Trottel. das ist, Kümmert es ist, so. es, Sie sehen halt das, was ich sie weiß sehen ja, wollen und packen ihn ja, direkt in eine richtig. Schublade und geben dem Charakter und dem Menschen keine Chance. Nur weil er Ja, was richtig, ja. gesagt, getan, geäußert oder einfach auch gemacht hat. Ich meine, klar hat er eine Vergangenheit. Klar ist Steve, ich habe eben noch mit ihm telefoniert, bevor wir hier gerade angefangen haben. Auch schöne Grüße von ihm. Weiß er. Er wäre gerne noch Dankeschön. dabei gewesen, allerdings ich habe, ne, jetzt hier für alle, Steve hat mir geschworen, nach der FIBO kauft er sich ein neues Handy, damit wir endlich zusammen Podcast hier machen können. Er hat Also doch ein neues Steve, Handy erst, oder ja, nicht? das ist kaputt. Die Frontkamera geht Ach nicht. so. Und das ist echt, ja. Also manchen Dingen, klar, habe ich jetzt das nicht unbedingt unterstützt, das Argument. Ich kann mich daran erinnern, dass er einen Podcast gemacht hat, wo er die andere nicht gesehen hat, weil er die hintere Kamera benutzt hat. Ach nein, das ist doch Ja, zu gut. geil mit ihm. Aber das ist halt Steve, weißt du, er ist Und so. sein iPhone, dieses alte, wurde er mit Kabel gebunden noch in diese Ja. alten 90er-Lieder hört. Nicht über Spotify, sondern über iTunes, die auf dem Gerät gespeichert sind. So. Das ist auch Alle noch geil. 27. Ja. 27 Lieder und die laufen in Dauerschleife jeden Tag. Ja. Geil. Aber das ist halt Steve, ne? Und die Steve Ja. wirklich persönlich und privat kennen, die würden nie vermuten oder auch bei dir, dass da solche Charaktere hinterstecken. Auch wenn ihr beide es schon häufiger von euch gegeben habt, ihr seid in der Schublade drinne und aus der lassen euch manche nicht raus. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könntest du Ist so normal. auch ein Kind vor dem Kometen beschützen. Da würde man auch sagen, Mike hat gesagt, der ist doof, den mag ich nicht. Also ein Emir-Fan würde ich trotzdem nicht mögen. Der würde immer noch sagen, nee. Ja, der mit den scheiß Verstehe Armen. ich auch. Verstehe ich auch. Ich finde E-Mail-Fans auch alle komisch. Ja, aber ich finde es halt angenehm, dass trotzdem manche in der Szene wirklich so sind, wie sie eigentlich auch sind. Und ich meine, du bist ja nun mal auch, wenn wir privat miteinander reden, da machen wir genau dieselben Witze, wie wir sie hier machen. Nur hier machen wir sie noch ein bisschen vorsichtiger. So. Ich hätte sonst auch die Geschichten ganz anders schon erzählt. Gezwungenermaßen, ja. Ja, aber das ist halt so das Schöne. Man, es ist angenehm für mich, mit Leuten wie mit dir und Steve zu interagieren, zu kommunizieren, Videos zu drehen und alles so. Das ist easy, weil man sich nicht verstellen muss. Auf keine Art und Weise. Und ich könnte mit niemandem Videos drehen, wo ich mich umstellen muss. Marvin zum Beispiel ist auch so einer. Mit Marvin, also du kannst eine Kamera machen und es kommt eine Scheiße bei uns bei rum, aber es unterhält uns tierisch und es ist unterhaltsam und lustig. Wir haben so viele dumme Ideen für die Zukunft im Gym, die aber umzusetzen sind, die uns trotzdem, ich sag mal, in der Schublade, wo man uns reinstecken will, wo wir nicht rauskommen. So, egal Doch in Ordnung. wie süß und alles mich manche finden aufgrund meiner Art und Weise oder ne, dessen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Ich bleibe trotzdem in der Schublade. Für die Leute, die mich als unmuskulösen Scheiß-Bodybuilder sehen, bleibe ich der das. Bleibe ich auch gerne. Also darauf gönne ich mir auch gleich erstmal ein Schoko-Ei und eine Pizza. Ich sag genau dasselbe. So, die Leute, die dich so sehen wollen, die sollen dich aber so sehen. Ich will auch gar nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja, kein Bock drauf. Schau mal, es ist auch richtig cool, ich habe allen Leuten angeboten, die mit meinem Code einkaufen, dass sie mir schreiben sollen, dass wenn ich eine Story gemacht habe, nachdem diese Widerrufsfrist und blablabla abgelaufen ist, habe ich jetzt zwei Stories gepostet. Hey, bitte meldet euch. Ich habe viele Screenshots gekriegt. Und von diesen vielen Screenshots haben sich jetzt vielleicht sechs Menschen bei mir gemeldet. Ich habe mich Also die gemeldet. Leute wollen. Ja, der, bei dir, ich habe dir gesagt, dir ist nicht mehr zu helfen, Alter. Dir ist nicht mehr zu helfen. Zu dir würde ich das sagen, was vor 10 Jahren gesagt wurde, das wird nichts. Dann die anderen fünf, die das ernst gemeint haben, also die haben auch direkt Antwort von mir bekommen, über alles geredet und so weiter, und die melden sich auch noch. Aber ja, ganz viele Leute, ich habe Hilfe angeboten, die schicken mir Screenshots und alles. Aber hat sich keiner gemeldet. Jetzt muss ich noch, das mache ich morgen, glaube ich, vor der FIBO, verlose ja noch fünf PTs zwischen allen Screenshots. Die werde ich dann per Zufallsprinzip einfach aussuchen.
Ja, das finde ich auch immer wieder krass. Du, ganz viele Leute sind so, du streckst ihnen die Hand aus und da gibt es zwei Arten. Die einen schlagen die Hand weg und die anderen reichen die dir erst gar nicht. Und ich finde immer beides unverständlich, keine Ahnung. Hätte mir damals jemand sowas angeboten, so ein ehrliches Angebot, wo ich mich mit Menschen beschäftige, wo ich auch mit ihm spreche und alles, hätte ich das sofort angenommen. Aber heutzutage ist es scheinbar nicht mehr Aber nötig. es ist vielleicht auch anders zu betrachten, dass viele Warum? einfach gar nicht diesen Drall nach Training, PT und Co. haben, weil sie einfach dich für deine Art und deinen Charakter mögen und das, was du bist, und das unterstützen wollen und gar nicht so sehr, Das kann weißt du, natürlich auch sein, dass sie ja. sich zurücknehmen und sich sagen, nee, ich finde das einfach so geil, wie der Typ ist und wie er das macht und lebt. Und das will ich unterstützen. Gar nicht. Ich will da gar nicht meinen Mehrwert rausziehen, weil man weiß, wie viel Arbeit das bedeutet, Ja. PT zu machen, was für eine Arbeit das ist, einen Ernährungsplan mit hin und her schreiben zu machen. Also ich Ja. habe gerade mal 4 Leute im Coaching und das reicht mir. Also ich habe keine 2 Plätze frei. So, mir reichen 4 Ja. Peoples, weil dann kann ich mich auf die konzentrieren. Und selbst das habe ich schon bei 2 Leuten in der Vergangenheit echt verkackt, weil ich so viel zu tun hatte. Aber das ist einfach, ich finde immer so. Ich meine, auch meine Umsätze sind in den letzten Monaten für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen. Das habe ich in der Firma zuvor gefühlt in einem halben Jahr gemacht. Wundert dich das? Nee, ich habe sogar mehr Umsatz Nein. gemacht als manche, die bezahlt werden, die Athleten. Siehst du? Da denkst du dir so, moin, Glückwunsch. Also demnach ist man ja dankbar für das, ne? Und ich meine, wer sind wir, dass wir in Anführungszeichen sowas bekommen, wo andere nur unseren Namen eintippen und uns damit unterstützen. Ich meine, mein Gym unterstützt das gerade mega, dass ich mir einfach dadurch, dass die mit dem Code bestellt haben, dass ich quasi meine finanziellen Rechnungen zu Hause besser meistern kann, ohne dass ich beim Gym-Budget was wegnehmen muss, weißt du? Das ist ja etwas, was das ganze Projekt unterstützt auf allen Seiten, auch wenn das halt bei mir im Moment in Form von Pizzafressen aussieht. Also, aber es ist halt eine Dankbarkeit, ne, die wir als Athleten natürlich den Followern, Freunden, Fans, wie auch immer, ne, ist ja alles dabei. Du wirst ja auch von deinen Freunden supportet. Ich meine, bevor ich bei APN war, musste ich auch mit deinem Club bestellen. Ne, demnach, ne, Wird auch gezwungen. ich erwarte noch einen Ernährungsplan. Der muss nur mindestens, komm, ich mache einen Tag Pizza ohne. Also 6 Tage Pizza ist okay, einen mache ich weg. Einen machst du, am Rest Day, da machst du keine Pizza. Nee, das ist auch so, das ist voll kacke. Ich hasse am Rest Day, hasse ich das, wenn ich wenig zu essen habe, weil ich Langeweile habe. Ja, kenne ich leider auch so dieses. Deswegen meinte ich auch, dieser Rest Day jetzt komplett nach Plan ist halt so richtig kacke, weil vorher, ich habe am Rest Day immer ein bisschen mehr Fett, habe ich mir ein Stück dunkle Schokolade abgebrochen, 10 Gramm. Habe ich gefuttert und dann dachte ich mir so, boah, cool, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gefuttert, aber nur für den Kopf. So, weißt du, so. Oder 10 Gramm mehr ins Rice Meal getan oder zum Frühstück oder zum Abendessen. Und jetzt ist es so, nein, das geht nicht, weil das ist nicht auf dem Plan. Das ist halt immer so dieses Eklig an diesen Rest Days, ey. Also ich bin da vollkommen bei dir, aus Langeweile essen oder was Leckeres essen, das ist halt ein Luxus. Das ist halt, ich bewege mich echt selten, wenn ich nicht muss. Aber wenn ich dann in der Diät zum Beispiel einen Rest Day habe, dann bewege ich mich so viel in Richtung Küche, obwohl ich weiß, ich finde da gar nichts. Also ich finde viel, aber was ich nicht haben darf, weißt du? Und dann stehe Ja. ich dumm in der Küche und überlege, was hat keine Kalorien, was kann ich essen? Oder Ja. dann versuche ich mir irgendwas zusammenzureimen, so nach dem Und dann Motto, isst du Pizza Ja, wenn einfach. ich Prep mache, dann nicht, ne? Aber jetzt, ja, jetzt gerade esse ich jeden Tag Pizza und ein Ü-Ei, also ein großes. Jeden Tag. Diese 10-Euro-Dinger oder was? Nee, es gibt noch die mittleren für 5. Ich habe ja, ich glaube, mittlerweile 15 Ü-Eier geschenkt gekriegt, etliche Ach so, Hasen. hinten. Auch voll süß, voll viele von den ganzen Leuten, die bei mir schon im Gym waren. Also, ich muss mal eins loswerden, da viele das hören. Für die Leute empfinde ich nur Liebe. Also das, was die in den letzten Wochen in meinem Gym geleistet haben, ich meine, wie oft findest du Freunde, die freiwillig 5-mal die Geräte, also damals mit reintragen, dann 5-mal die ganzen Geräte hin und her tragen mit über 80 Stück, bis nachts die gerade den Posingraum fertig machen und da, keine Ahnung, diese Dämmwolle aus dem 19. Jahrhundert noch rausfummeln. Ganz kurz, ich kenne da Gyms, die haben eröffnet und die mussten einen Post machen, wer hinkommt und ihnen freiwillig hilft.
Oder gegen Ja, Bezahlung hilft. ich war da und habe geholfen, übrigens, ne, bei denen. Dreimal. Ich bin aber auch einer, ne, ich sträube mich da nicht. Wenn man meine Hilfe braucht, bin ich da, immer. Und ich Das frage wolltest du nicht mal gesagt nach Hilfe. haben. Hast du einmal in meinen Stories gesehen, dass ich Hilfe brauche? Nö, ne? Aber Deswegen sage ich es ja. es ist so krass, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Alle meine Leute, die gerade da sind, also aktuell der eine hat Urlaub und der verbringt den von morgens bis abends in meinem Gym, hat heute den ganzen Tag diese Asbestwolle daraus gehievt, diese mit Glasfasern hast du nicht gesehen, oder wie das heißt, also dieses, was juckt wie Juckpulver aus den, die früher diese Juckpulverbüsche, kennst du noch? Glaswolle, Ja, das Glaswolle. war's. Nicht Glasfaser, also das ist Internet, was nicht geht. Ne, also Jungs, an alle, die das hören, ich liebe euch, das, was ihr da macht. Und dann bringt die mir noch Geschenke mit, weißt du? Also die Du, das arbeiten bei ist. mir. Und dann bringt die mir noch zu Ostern Ostereier, selbstgemalte Ostereier mit den Kindern mit. Bring mir Stühle mit von zu Hause, die sie nicht brauchen, einen Ja, das ist, Schreibtisch. das ist, ja, das ist so, wo du halt gewertschätzt wirst. Ist halt so, ne? Ja, aber das ist, da sieht man mal wieder, dass das noch nicht bei allen tot ist, und dass es immer noch viele von denen gibt, die das Nein, Herz am Fleck haben. ja, jeder muss man auch dazu sagen, dass du das ganze Gym-Projekt auch anders angegangen bist als manche andere Leute. Ja, natürlich. Verstehst du, was Ich ich habe meine? halt Du den hast Ball flach gehalten, deswegen. Halt ein bisschen, du hast nicht den Dicken raushängen lassen, boah, ich habe jetzt hier das Beste da, das Beste hier, weil ganz ehrlich, wenn du planst, das Beste von allem zu haben und das Neueste, dann musst du auch alles neu haben und das Beste und du musst auch den besten Boden haben und du musst die beste Kühlung haben und du musst das Beste überhaupt haben, damit es gut ist. Ich habe heute einen Post gesehen, da hat mich Dome drunter markiert, da hat sich jemand beschwert, dass das Evoland 100 € kosten wird. Der meinte, für 100 € sollte dort mit drinne sein. Wellness, Spa, Essen und alles andere. Oh, Also für 100 € im Monat mit Essen, Digga, da wäre ich aber Stammkunde. Da bin ich ja ja, jeden also Tag. da macht man muss auch mal eins sagen, ne, bei diesem ganzen Evo und Brosap-Ding, ich verfolge das ja so als Gymbetreiber, allerdings, ich weiß nicht, hast du die Immobilie mal gesehen? Nein, ich habe nur sagen lassen, dass sie heftig groß ist, ne? Ist das richtig? Ja, die ist um die 3000 Quadratmeter groß, so 13, 15 Ja. Meter hoch, mit echten Bäumen in der Halle. Mit Okay. Konferenzräumen, die quasi über der Fläche mehr oder weniger balancieren. Also das sieht geisteskrank aus, das Ding. Das wird auch locker seine 75.000 im Monat kosten. Also ich kann ja ein bisschen hochrechnen, was es bei mir kostet. Also, und dann kann ich mal ein Ja. bisschen zusammenreimen. Aber eine Sache fuckt mich ab, weißt du? Also aus meiner Wahrnehmung, aus rein Patricks Wahrnehmung. Einfach neue Geräte fucken mich ab. Ganz neue, niegelnagelneue Geräte. Weil ich es hasse, wenn dann der erste Kratzer dran ist. Das nervt mich so dermaßen jetzt schon an meinen neuen Geräten. Glaube ich, ich weiß, weil als wir an der Cybex trainiert haben mit Dome, habe ich extra auf die Stange ein Handtuch gelegt, damit, wenn wir die oben anschlagen, aus Versehen an der Bank, damit die keinen Kratzer hat. Ja, das ist Ohne süß. Scheiß. Sowas zum Beispiel. Also, ich wusste, dass da irgendwann die ersten Kratzer reinkommen, aber ich dachte mir so, boah, Digga, ich will es aber nicht sein. Weißt du? Und da habe ich ein Handtuch Es drum gewickelt. Sieht man auch im Video. Aber das ist halt so das Ding. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist genauso. Wenn du jetzt eine Karre hast, die hat 500.000 gelaufen und dann setzt du mal kurz auf, das tut nicht so weh, wenn du eine neue Karre hast und dann aufsetzt und dann denkst so, ah, der Kratzer war jetzt ziemlich teuer. Ja, gerade letzte Woche, ich bin ausgeparkt. Nee, ich wollte eine Kurve enger nehmen, weil ich dachte, passt so. Ne? Dann voll die Felge an dem zu hohen Kannstein längs geschrammt. Dann sagt man, ist er so, stelle ich das gar nicht mehr? Also, ehrlich, nee. Also, wenn ich mich darüber jetzt aufrege, nach sieben, weiß gar nicht, wann ich den gekauft habe, vor 7 Jahren, so der hat jetzt 140.000 runter. Ich denke mir, das ist eine Felge. Also, ist ja nicht so, dass sie das der erste Kratzer war. Der erste Kratzer tat noch weh. Ja. Der erste Kratzer war, Ja. weil ich einen Krankenwagen aus dem Weg fahren musste und auf einen erhöhten Kannstein rauf musste. Das hat richtig geblutet in meinem Herzen so. Ja, Und glaube seitdem ich. denke ich mir so, Digga, das juckt mich. Aber bei den Geräten, die Brosap da auflädt, alle spiegelnagelneu, ne? Und ich gucke mir das so in dem Video an und denke mir so, Alter, wenn da jetzt eine meiner Gym 80 Gussscheiben jetzt so gegengeklappt wird, weißt du, so, boah, da würde ich Die den Scheibe auch Hack alle aus heulen. Gummi. Ja, Ja. aber in einem richtigen Gym hast du Gussscheiben, meiner Meinung nach. Das gehört sich einfach. Das ist einfach wie das Amen in der Kirche, wird in einem richtigen Gym Eisen auf Eisen gekloppt, wenn man auflädt, die Scheiben.
Das gehört Ich sich so. mag das auch. Ja, ich mag das auch, aber es ist halt so in den neuen Gyms anders, ne? Ja. Auch wenn es die Öffnung am Freitag und ich gehe wahrscheinlich auch nicht hin, oder? Nee. Also, Nee, okay. da habe ich keinen Bock. Das ist so ein Riesenzirkus, wo ich, das habe ich damals auch bei dem Invictus Gym nicht gefeiert. So, ich bin kein Fan von einer Öffnungsfeier oder einem Soft Opening oder whatever, wo du Gott und die Welt einlädst, einfach nur, damit du die Stars da hast. Das hat für mich nichts Zeigen, mit, sehen und ja, gesehen werden. das hat für mich aber nichts mit Liebe von einem Gym zu tun. Weißt du, es geht für mich ja darum, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und mit Interessenten. Darum geht's doch. Und wenn ich mir dann nur Zeit für die großen Influencer nehme, dann werde ich doch meinen Mitgliedern, meinen potenziellen Mitgliedern nicht gerecht. Und das ist etwas, was ja jeder Geschäftsmann weiß, der Kunde ist König und nicht der König ist König. So. Ja. Was interessiert mich jetzt bei der Eröffnung, ob ich da Hans-Peter Friedrich mit 700 Olympiatiteln habe, wenn der sowieso nicht bei mir Mitglied wird? Dann interessiert mich doch viel lieber die junge Jasmin von nebenan, die Interesse hätte auf ein cooles Studio. Oder der junge Pascal, der um die Ecke wohnt und sagt, hey, ich bin hier im Nachbarstudio, ich finde es hier scheiße. Bei euch ist der Flair Ja. ganz cool. Kannst du mir ein bisschen mehr dazu erklären? Weißt du, das ist doch das, wo, was mein Job ist. Mein Job ist nicht, den Ja. Dicken zu markieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen zwanghaft, weil erstens so ein neues, modernes Gym, zweitens hast du dann da, er hat auch bestimmt viele Kumpels oder angebliche Freunde, die halt bekannter sind, die halt hinkommen. Er selber ist ein bisschen bekannter und deswegen wird das halt automatisch dann so hoch. Ja, so in die Höhe gehoben und gefeiert. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Und rein vom Menschenverstand macht es natürlich auch gar keinen Sinn, weil ich schätze mal, wenn da jetzt 5.000 Leute hingehen oder 2.000 oder 1.000 Leute, keine Ahnung, wie viele da jetzt hingehen, die wenigsten sich die dort sein werden, halt anmelden werden. Die werden alle Tageskarten jetzt über die FIBO kaufen, wenn man überhaupt trainieren darf. Also ich denke mal, Samstag, Sonntag darf man bestimmt trainieren. Ich weiß, ich habe mich da nicht Weiß ich schlau gar gemacht. nicht. Ich auch nicht. Aber es ist halt, ja, es ist halt gesehen und gesehen werden. Ich meine, klar, wenn man das möchte, dann macht man damit ja auch alles richtig. Aber ich würde halt nie ein Gym eröffnen, wo du nicht reinkommst und du siehst, da ist Herz drin. Weißt du, dann wäre das Projekt schon für mich beendet, bevor ich überhaupt die Türen öffne. Und das ist halt etwas, ein Studio kann auch nicht perfekt laufen, weil ein perfektes Studio gibt es nicht. Es gibt kein perfektes Studio, weil entweder fehlt dir irgendwas oder du willst weiterspinnen. Selbst das Binos in Dubai, was exorbitant riesig ist mit, keine Ahnung, Barbershop, fünf Subshops, drei Restaurants und hast du nicht gesehen. Es gibt dort trotzdem Sachen, die bestimmt dem Besitzer noch fehlen für die Perfektion. Weißt du, selbst wenn es irgendwie ein aus Gold ummantelter Hulk Hogan wäre. Oder ein, keine Ahnung, Erinnert mich so irgendwas ein bisschen fehlt an, ihm. erinnert mich so ein bisschen ans Bodybuilding, ne? Das ist wie, wenn du Mr. Olympia wirst, was Phil damals gesagt hat, am nächsten Tag Genau. ein Fotoshooting hast und dann sagst, ich fand die Fotos alle scheiße, ich habe mir selber nicht gefallen, ich bin zu schmal. Genau, und So das einen Hang ist zu hart. Perfektion hast du dann halt auch da. Ja, und Perfektion, es gibt keine Perfektion in solchen Dingen. Es gibt eigentlich, glaube ich, generell keine Perfektion. Also, außer Glaube halt, ich auch wenn du die nicht, ne? perfekte Bankkopie kopierst, weißt du, das ist vielleicht so. Da kannst du vielleicht den perfekten Gral schaffen. Aber Ja. sonst, es muss halt immer mit Leidenschaft und Herz und Seele drin sein. Wenn du das nicht in etwas wiederfindest, egal ob es im Bodybuilding ist, egal ob es in einem Gymaufbau ist oder auch beim Autokauf oder beim Autoherstellen, also. Selbst nimm jetzt mal die Geräte, die zum Beispiel Gym 80 jetzt herstellt. Da ist doch nicht mehr dieselbe Liebe drin wie damals. Also aus meiner Wahrnehmung als Gerätenutzender. Damals hattest du das Gefühl, die Ingenieure haben noch wirklich mit Leib und Seele wirklich selber trainiert und haben die Geräte zusammengeschustert nach deren eigenen Perfektion. Ein bisschen wie bei der Hobbit, so mit den Zwergen in der Goldmine oder in den Minen, weißt du? Ja. Die auf Perfektion die Werte hatten, die noch wirklich Tugend hatten, wo sie sich dran festgemacht haben, was sie ausgemacht haben. Aber das ist nur der Spiegel der Gesellschaft. Das hast du ja auch nicht mehr. Also alles gerade, was du meintest. Keiner will das mehr haben, dieses mit Liebe gemachte. Das hast du auch Tradition, die dann flöten geht über Jahre und sowas. Weißt du, was ich meine? Das Ja, ist einfach leider. so. Das ist meiner Meinung nach spiegelt das einfach die Gesellschaft in jeder Art und Weise wider. Ein bisschen Deep Talk, aber ist halt so. Das ist Fakt.
Ja, in manchen Dingen ist es schön, dass sich immer alles weiterentwickelt, aber bei manchen Dingen müsste man auch mal Das wieder ist ein bisschen. genauso wenn du jetzt einen 2024er AMG holst, der ein scheiß Vierzylinder ist, Alter. Ein 2 Liter, also ich glaube, der SL, den ich gesehen habe letztens, das war ein 2 Liter Vierzylinder und ist ein AMG. Und ich denke Maschine. mir so, Digga, ich denke mir so, was hat das jetzt mit einem V8 5 Liter zu tun? Ja, Gar nichts. das ist Müll. Weißt du, was ich meine? Emotion, Tradition, all so ein Scheiß geht halt flöten. Das ist halt leider so. Das ist, glaube ich, aber im Laufe der Zeit. Und ich glaube auch, dass sich das jede Generation, die vor uns gelebt hat, genauso gleich gedacht hat. Ja, aber mittlerweile sind wir Nur, dass wir beide halt. Ü30, ne? Wir sind jetzt, ich sag mal so, in dem dritten Quartal von denen, in Anführungszeichen, wir werden 100. Oh, das ist schon Die, übel. was für 100, Alter? Ich bin froh, wenn ich 60 werde. Wenn ich 60 werde, Ja. bin ich froh. Ich habe die Hälfte meines verschissenen Lebens gerade hinter mir. Na, komm, mit 65 spielen wir noch eine Runde UNO zusammen. Schwöre ich dir. Ich hoffe. Da gehen wir immer noch in die alten selben Randschuppen und essen da irgendwie so einen Burger, den es schon vor 40 Jahren gegeben hat. Ey. Das wäre für mich aber Ist wieder so schon geil. Tradition, wo ich Bock drauf hätte, weißt du? Das Ja, ist etwas, ich genau sowas, ja. wo ich heute noch vielen Dingen nachtraue, die ich jetzt mit 32 schon nicht mehr habe, aber denen ich jetzt nachtrauere, weil ich einfach das Gefühl habe, Ja. das war mal besser. Und ich meine, dieser Ja, Leitsatz, Mann. der uns seit Jahren gepredigt wird von den älteren Generationen, Wir machen es besser. Gerade heute, weißt du, ich war beim Erste-Hilfe-Kurs, muss ich jetzt ja machen, 8 Stunden. Und ich gucke da so in die Runde und denke so, boah, ich bin ja nicht mal mehr der Jüngste und ich bin nicht der Älteste. Ich bin jetzt hier irgendwie ich bin schon fast Richtung älter, als der untere Durchschnitt noch war. Da Ja. ich so, komisches Ding. Also irgendwie, der eine war noch in der Schule und ich gucke so rüber, ich denke so, nee, ich bin doppelt so alt fast. Das tat echt weh, der Moment. Da meine Du, ich Sitzpartnerin, habe. die war auch jung, ey. Und da habe ich so, oh, die hatte so Babyhaut, weißt du, ich musste die verbinden. Ich sage, Alter, wie alt bist du? 24. Ich sage, ey, du hast Haut wie ein Baby, ey. Weißt du, und dann mein Alter krass. Ich habe mich ganz, ganz lustig gestern habe ich das Thema gehabt. Ich habe mir eine Story von 2021 angeguckt, wo ich bei Stefan in der Prep war. Ich hatte gestern eine Down-Phase, aber richtig. Echt? Ja, Bodybuilding macht mich kaputt. Ich merke das. Also vom Äußerlichen her. Wirklich. Ich hab die Storys angeguckt, wie fresh ich da aussah und jung und die Haut und alles. Wie ich gestrahlt habe, und das war jetzt 2,5 Jahre her, und ich saß da dann so und dachte, und ich musste das mal so schlucken und dachte mir so, boah, dieser Das ist Sport, übel, ne? das ist, ich, also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen wieder Shit-Talk-mäßig, aber dieser Sport fickt uns alle, und ich bin mir 100% sicher, wir zerstören uns alle dadurch, aber richtig asozial. Das ist einfach so. Das wird dir vom Tag zu Tag gar nicht bewusst, das wird dir erst bewusst, wenn wieder so 2, 3 Jahre durch sind. Weißt du? Man sieht das aber, wenn du immer mal bei Instagram diese Vorschläge bekommst von vor X Jahren. Ja, sowas zum Beispiel, Hatte ich ja. letztens einen aus 2018. Da dachte ich, boah, ey. Ich Ich habe was war richtig, ausgestellt. das sah richtig jung aus. Also das Ganze, was man hier so gerade sieht, dieser Blödsinn da. Ich hatte Haare, ich hatte noch so diese klassische Jack-and-Jones-Lederjacke an. So der alte Stil auch, der heutzutage gar nicht mehr Mode ist. Der Bart war irgendwie, selbst meine Barthaare waren irgendwie fresher. Also keine Ahnung, selbst die kacken schon ab, habe ich das Gefühl. Ja, weil wir auch nicht nur die Geheimratsecke, sondern auch die Barthaare schon haben, Alter. Da dachte ich so, Alter, da habe ich mir noch echt voll Mühe gegeben. Weißt du, heute Morgen, ich war spät dran. So, Deo, so ein bisschen Zähne putzen, tralala, fertig. Weißt du, damals noch richtig so auf alles ein bisschen Wert gelegt. Das Solarium war ich zuletzt 2019 oder so. So, ich meine, ist ja noch nicht mal gesund, aber ich meine, man muss ja auch nicht rumlaufen wie Kasper das Gespenst, ne? Und dann noch mit roter Pigmentierung irgendwie nach Bluthochdruck. Aber da denke ich mir so, mittlerweile geht es halt ja nur noch in unserem Jahrzehnt, in dem wir jetzt sind, darum, Geld zu manifestieren für die Zukunft. Weißt du, das ist jetzt der nächste Step, den wir jetzt haben. Also bevor es Ja. an Familienplanung geht, muss jetzt noch einmal so der Grundbaustein gelegt werden, den du ja in den anderen 6 Jahren schon gelegt hast, wo man, ich sag mal, sagt, hey, ne, das, was Mike da 6 Jahre gemacht hat, und noch in Anführungszeichen so jung aussieht, das kriegt auch nicht jeder hin.
Aber das ist jetzt gerade meine Phase, ne? Ich habe die anderen 12 Jahre zuvor durchgearbeitet gefühlt. Dabei ist irgendwie nicht so viel hängen geblieben. Und jetzt muss ich das Ganze mit Anfang 30 nochmal machen. Und muss dabei Ja. aber auch noch Spaß an allem haben. Und das ist so für mich die Brücke. Und wenn ich dann da sehe, was ich so, da mache ich manchmal, würde ich am liebsten ohne Licht ins Badezimmer gehen, um einfach zu sagen, nee, ja, nee, lass stecken so. Ja, ich finde das immer so, das habe ich schon mal im Podcast auch gesagt, das ist immer so erschreckend, wie selbstzerstörerisch der Mensch eigentlich ist. Weil so eigentlich das Wichtigste ist gar nicht im Leben, ist gar nicht wichtig, Reichtum und dass du materialistisch alles hast und dass du der heftigste, breiteste bist, sondern jetzt, wenn der ganzen Bubble weggeht, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du gesund bist, dass du dich gut fühlst. Und wir leben und wir sterben ja, weil der Sinn eigentlich ist, dass wir uns vermehren. Das heißt, wir finden jemanden, wir vermehren uns und dann verrecken wir und unser Blut schwebt weit oder ist weiter in der Person, die wir gezeugt oder in den Personen, die wir gezeugt haben. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Bis das vielleicht irgendwann mal endet oder halt auch nicht. Und ich hocke dann hier so mit 30 und denke so, wow, was haben meine Eltern eigentlich mit 30 gemacht? Und die Ganz haben dumme einfach Sache. schön. Und ich stelle mir dann so, Digga, und dann bin ich hier so auf dem Sofa um 12:30, fress meine letzte Mahlzeit, Alter. Guckst so Storys durch, muss so eine scheiß Story aufnehmen. Und bin ich so mit 30. Und da hatte ich gestern wirklich eine Downphase. Also da hatte ich gestern mit mir zu kämpfen und da habe ich mich schon innerlich drauf gefreut. Wenn Mike wieder auf Prep ist, dann ist Mike wieder der alte asoziale Wichser, dem nichts emotional anhaben kann. Und das freut mich so ein bisschen, dass ich dann Abstand gewinne von den ganzen Emotionen, Alter, weil der größte Feind ist die Zeit immer, ne? Von allem Möglichen. Und jeder hat leider, ich sag mal, denselben Feind, was das angeht. Also egal, ob du jetzt 16 bist, dann ist auch die Zeit dein Gegner. Scheißegal. Auch, auch wenn du es noch nicht wahrhast, wahrnimmst oder Ja. wahrnehmen magst. Aber es sind so Gegner, die du nicht besiegen kannst. Du kannst, Hier mach mal, nicht. du willst. Und ich merke das jetzt gerade ja in allen Phasen meines Körpers gefühlt. So, ich arbeite seit, keine Ahnung, knapp 60 Tagen durch, jeden Tag und schlaf, wenn es hochkommt, 6 Stunden und das aber noch unruhig. Und ich merke so richtig, damals mit 21, 22 hat mich das null gestört. Und jetzt denke ich mir Ja. morgens so, Alter, ey. Also ich gucke ins Spiegel und denke mir so, das sieht aus, als wäre ich irgendwie so von Frankenstein gebastelt worden. So richtig behindert einfach. Aber nun gut. Es macht trotzdem alles Spaß. Und solange ich Spaß an der ganzen Sache habe, und das ist bei dir ja auch so, weiß man das ja Ja. auch, ich sag mal, in Relation zu setzen. Wir leben jetzt und später ist später. Richtig. Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ich habe leider oft genug in meinem Leben erlebt, wie Leute an die Zukunft gedacht haben und morgen nicht mehr da waren. Und das will ich nicht. Nö. Ich glaube, das ist auch Ne? ein gutes Schlusswort jetzt. Das ist richtig schlau von uns jetzt formuliert. Du musst auch Ja. gleich ins Bett, du hast Prep. Nee, noch eine Mahlzeit muss ich jetzt noch essen. Aber ich wollte gerade sagen, ne? So. Normalerweise Freitag, Alter, wann ich schlafen gegangen bin, ich habe noch gezockt oder irgendeinen Film geguckt oder sowas. Und jetzt, ich gucke so auf die Uhr, Freitag, letzte Mahlzeit um 10 Uhr gegessen, guckst jetzt noch eine Folge. Boah, nee, scheiß drauf, willst du morgen fit sein? Du gehst lieber jetzt ins Bett, Das habe weißt ich du? auch Hast du auch jetzt. früher nicht gehabt. Ja. Gestern Abend. Ich gucke so oh, kurz nach 2 nach 11 und ich wusste, ich habe heute über diesen Termin oder diesen Kurs. Morgen habe ich nee, nicht Brandstifter, das sind ja die anderen. Du bist Brandschutzbeauftragter, Digga. Ja, genau, das muss ich machen. Ich muss morgen hier Feuerdrache Grasu. Kennst du den noch? Den kleinen Drachen Grasu? Wen? Ja, Oder klar. Krisu? Nee, Grasu. Nein, nicht Rasu. Krisu, nee. Grisu, Grisu. Doch, Grisu. Krisu, ne? Ja. Nicht Der bin ich Kriso, sondern morgen. Krisu. Ja, genau, Ja. Grisu, der kleine grüne Drache, der immer der Feuerwehrmann werden wollte und sein Vater verzweifelt ist. Das Ja, kennen ja. bestimmt auch viele von den Zuschauern jetzt. Also die haben jetzt auch eine kleine Flashback. Scheiße, Mann. Und wenn ihr schon jetzt daran denkt, dann denkt ihr auch noch an den Pudding UFO. Oder Rufo, wie der hieß. Weißt du, der mit dem Kreis in der Mitte, wo ein Spielzeug drin war. Ah, Kindheit. Gut. Dann vielen Dank, Mike, für deine Zeit. Vielen Dank an Ich die danke dir. Zuhörer, dass ihr euch das wieder angehört habt, was wir beide von uns gegeben haben. Ich glaube, da war sogar ein bisschen was Schlaues heute dabei. Und schreibt mal in die Kommentare, wie viele Zwerge schafft ihr.
Ja, und auf dem Wege könnt ihr uns natürlich bei HPN und bei How to Bodybuild unterstützen mit Code Mike oder Code Paddy oder bei BioWell mit Code Magic. Magic. Und nach der FIBO folgt noch mehr Alles. bei Mike. Ja, genau. Alles andere noch nicht.